Der neue Michael Bay-Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle startet diesen Donnerstag in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um Ambulance. Der Ex-Marine Will Sharp findet sich in einer äußerst schwierigen Lage wieder. Für die medizinische Behandlung seiner Frau braucht er $231.000 und dieses Geld hat er einfach nicht. Deshalb bleibt Will nichts anderes übrig, als seinen Adoptivbruder Danny um Hilfe zu bitten. Der wiederum ist ein legendärer Bankräuber und sein nächster Raub soll satte $32 Millionen einbringen. Für Will also die Chance, all seine finanziellen Sorgen hinter sich zu lassen. Dabei scheint zunächst auch alles geschmeidig abzulaufen, bis plötzlich ein Polizist die Bank betritt und somit eine Jagd in Gang setzt, die für die beiden Brüder in einem Krankenwagen als Fluchtfahrzeug samt Sanitäterin sowie angeschossenem Kopf mündet und quer durch Los Angeles eine Blutspur voller Verwüstung nach sich zieht. Ambulance geht 136 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 24. März 2022 in den deutschen Kinos. Ist Actionfilm, Thriller und Heist-Movie, also ein Film, der aus der Sicht der Gangster, Gauner, Schrägstrich, Räuber erzählt und der neue Michael Bay-Film. Michael Bay, seit fast 30 Jahren in Hollywood einer, der für Actionfilme steht, der sie auch ein Stück weit immer neu definiert hat, der allein mit seinen ersten drei Filmen in den 90er Jahren, Bad Boys, Armageddon und The Rock, $1 Milliarde eingespielt hat und das zu Zeiten, als Ticketpreise halb so teuer waren wie heutzutage. Und dementsprechend muss man anerkennen, er ist einer, der nicht bloß in Hollywood lange existiert hat, sondern immer auch sehr erfolgreich war. Jetzt hier also sein neuer Film mit Ambulance. Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, an seiner Seite Yahya Abdul-Mateen der Zweite und Asa Gonzalez. Und ich will vorneweg sagen, ich habe diesen Film zweimal gesehen, bevor ich diese Review drehe, einmal auf der Pressevorführung in Englisch. Was deswegen wichtig ist, weil aufgrund der Musik und der teilweise sehr dröhnenden Musik man auch in der Originalversion das Gefühl hat, dass es teilweise schwer ist, alles mitzunehmen und zu verstehen. Und dann nochmal auf der Deutschlandpremiere, in der deutschen Version, in der Deutschlandpremiere habe ich zusammen mit Dominik Porschen moderiert. Das schicke ich deswegen voran, weil man dann natürlich auch in Kontakt ist, wie mit dem Studio, aber auch mit den Talents selbst und nochmal anders involviert. Und gerade dann, wenn das in der Vergangenheit immer wieder der Fall war, wenn ich zu Filmen beispielsweise Social Movie Nights gemacht habe und man trifft ja dann auch die Hollywood-Stars, hat damit zu tun, hat gewisse Einblicke hinter die Kulissen oder eben sowas wie das Moderieren einer solchen Premiere, wird mir immer mal wieder gern in den Kommentaren vorgeworfen. Robert, du bist der befangen. Klar musst du den Film dann gut finden und ehe das jetzt gleich wieder irgendwann in den Kommentaren an Diskussionen aufkommt, würde ich es vorne wegschieben, inwiefern ich hier involviert war. Für mich ist aber auch immer klar, das sind zwei verschiedene Dinge. Ein Event zu machen und für Leute etwas auf die Beine mit aufzustellen, mit einem gigantischen Team, wo dann viele Fans Freude dran haben, einen Abend erleben, wo viel Filmliebe im Raum steht, man einfach gerade auch in so einer Zeit, wo das lange nicht möglich war, merkte, da geht was mit Blitzlicht, Gewitter, roten Teppich, allem drum und dran, um wieder so ein bisschen Star-Power auch in der Stadt zu führen, das ist eine Sache. Den Film anzugucken und dann zu sagen, aus kritischer Sicht, wie ich den finde, ist eine komplett andere. Für mich waren diese beiden Dinge schon immer getrennt, aber trotzdem möchte ich es dieses Mal ganz transparent vorneweg heranstellen. Also, haben wir jetzt nun Ambulance. Diese Woche startet er eben in den deutschen Kinos und es ist eben ein Film auch nach zweimaligen Sichten, wo ich ganz ehrlich sagen muss, für mich persönlich ist es nichts. In diesem Film rastet die Musik die ganze Zeit aus und es wirkt so, als würde man versuchen, irgendwie Hans Zimmer zu kopieren. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwann muss irgendwann eine Straße umklappen im Inception-Stil, sodass man aber auch teilweise das Gesprochene zumindest im Original kaum noch versteht und die Kamera rastet völlig aus. Das ist teilweise Michael Bay typisch und was daran besonders ist, darüber werde ich gleich nochmal was sagen, aber wollen wir als nächstes über den Cast sprechen. Wir haben Jake Gyllenhaal als Hauptdarsteller. Interessanterweise das dritte Mal, dass er einen dänischen Film als Grundlage hat und davon dann einen Hollywood-Remake macht. Zuletzt war das The Guilty, vorher war es, glaube ich, Brothers und dann jetzt hier mit Ambulance, wobei die Originalvorlage, glaube ich, nur 80 Minuten geht und Michael Bay hier satte 40, 50 Minuten draufpackt, was den Film ohnehin wirklich viel zu lang macht. Jake Gyllenhaal hier als Danny Sharp zu sehen, als Bankräuber, der wirklich von Anfang an gefühlt on the edge ist und die ganze Zeit immer an so einer Grenze, was du denkst, okay, das ist schon irgendwie echt ein Psychopath und den als Helden zu empfinden, funktioniert nicht wirklich. Er ist eher schon ein Schurke und Bösewicht, aber die ganze Zeit am Ausrasten und Rumschreien und völlig drüber sein und dabei irgendwie das intelligente Genie imitierend, was ihm andere aber eher zuschreiben und das FBI-Sicht man ihm andichtet, man aber denkt, wenn man ihn so erlebt,
So richtig glaube ich nicht. Wie hat er es überhaupt geschafft, so viele Banken erfolgreich auszurauben? Und sowieso ist auch die Exposition, also die Charakterzeichnung, die Michael Bay hier ansetzt, ultra dünn. Das sieht man bei der Figur des Danny Sharp ganz krass. Am Anfang haben wir so ein paar kleine Einblicke, wie er und sein Adoptivbruder früher meinetwegen Basketball gespielt haben und zusammen unterwegs waren. Und dann wird auch ziemlich schnell dieses Szenario aufgemacht. Der eine hat Geldsorgen, der andere überfällt Banken. Damit müsste genug Kohle irgendwie zusammenkommen. Und nach 14 Minuten geht die große Ballerei los, die sich ganz kurz nach Heat anfühlt, aber dann eben so ein bisschen Michael Bay-typisch daherkommt und ganz schnell inflationär wirkt. Aber darüber reden wir gleich. Aber Jake Gyllenhaal ist wiederum auch einer, den sehe ich persönlich immer wieder unglaublich gerne. Der ist ein starker Charakterdarsteller und seit Donnie Darko einer, der auch immer mal wieder wechselt zwischen Charakterrollen und dann wiederum aber auch in actionlastigere oder Thriller-Metier abtaucht. Und ich finde, dass er zumindest bemüht ist, hier irgendwas noch hochzuhalten. Den Raum bekommt er aber nicht wirklich, um viel davon zu zeigen. Seine Figur bleibt die ganze Zeit konsistent, was das angeht, was er ist, und entwickelt sich da nicht. Und das finde ich persönlich schade. Ein wenig Perlen vor die Säue. Dann Yahya Abdul-Mateen der Zweite als Will Sharp. Ich glaube, der hat eine große Karriere vor sich. Jetzt nicht aufgrund seiner Performance zuletzt in Matrix Resurrection, sondern vor allem, weil er mir in Trial of the Chicago 7, aber dann in erster Linie auch in Candyman richtig gut gefallen hat. Der wirkt wie einer, der hat ganz viel in sich vergraben. Der wird, glaube ich, auch als Charaktermeme richtig gut funktionieren. Hat witzigerweise auch Architektur studiert und was steht in der Städteplanung in San Francisco eine Zeit lang involviert, bis er seinen Traum umgesetzt hat, zu sagen, ich will eigentlich schauspielen und ich will das machen. Und ich finde, das ist ein sau cooler Typ, aber einer, der, glaube ich, richtig viel auf dem Kasten hat, was auch das angeht, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, sich dafür zu interessieren. Und man versucht jetzt innerhalb von Ambulance so ein bisschen dieser Figur, dieses Problem Geld sorgen, ich will meiner Frau helfen, meine Frau ein Stück weit retten. Klar, das ist ein Motiv, damit kann man relativ schnell relaten und trotzdem will dieser Funke nicht überspringen, weil dieser Raum kaum genutzt wird, irgendwie zu zeigen, okay, das ist ein liebendes Paar und was steht hier wirklich auf dem Spiel? Da wird so ein bisschen die Ex-Marine-Vergangenheit eingebunden und auch auf dieser Bruderebene lässt man sich nicht genug Zeit, eine Bindung zu erzählen. Kurzum, hier sind eben zwei, die zusammengehören und dennoch immer wieder auch völlig andere Auffassungen haben, wie man mit Situationen umgehen sollte. Und warum ihr dann auf einmal so reingerissen wird und so wahnsinnig schnell Teil dieses Bankraubs ist, fühlt sich sehr, sehr unorganisch an, ehrlicherweise. Und es wird auch hinten raus rund, nicht rund um diese Figur, aber um das Verhalten anderer Figuren. Und das ist bei Ambulance immer wieder schwierig, auch echt lächerlich. Man hat das Gefühl, hier tritt manchmal eine Parodie von Michael Bay selbst in den Vordergrund, was das Filmische angeht. Und so bleibt die Charakterzeichnung von diesen beiden dünn, während sie sich gefühlt eine ganze Menge anschreien und diese Jagd zu 80% in diesem Krankenwagen stattfindet, bleibt es eben flach und damit ein viel zu langatmiger Film. Asa Gonzalez als Cam Thompson, die spielt sich relativ stark nach vorne und die mochte ich auch. Auch der Ansatz zu sagen, sie ist eigentlich eine, die nur auf Zeit spielt. Und da versucht man tatsächlich etwas gelungener als bei den anderen beiden, mal kurz auf ihre taffe Art und Weise einzugehen, die dann aber sofort, weil sie eben in ihrem Gesicht genug für mich widerspiegelt, auch die Sorge und dieses Gefühl, Sanitäterin mit Leib und Seele zu sein, ein Stück weit tatsächlich transportiert. Auch wenn sie für mich im ganzen Film viel zu clean aussieht dafür, dass sie so einen taffen Job hat, so engagiert ist, sieht die für mich zu glattgebügelt aus. Im Gesicht. Viel zu Final Touch mäßig geschminkt, würde man sagen, am Set. Und dementsprechend, sie spielt sich für mich nach vorne, ist eine gute Ergänzung auf jeden Fall an dieser Stelle. Trotzdem bleibt es einfach, dass diese Figuren und ihre Geschichte, diese Handlung und Action so massiv unterworfen wird, dass alles davon zum Großteil plattgewalzt wird. Dann hätten wir noch einen Jackson White als Officer Zack beispielsweise, wie auch ringsherum wir nachher FBI-Leute haben mit Verbindungen der Vergangenheit zu den Räubern, coole, taffe Cops und Sondereinheiten, und wir dann auch noch ins Gangstermilieu abdriften. Das sind dann so eine Menge Figuren, die auftauchen, so als mächtig, bullige, maskuline Typen. Oder dann doch der Anwalt mit seiner sexuellen Orientierung, die man gleich so dazu packt, weil er mal nicht so der bullige, maskuline Typ ist. Wo man dann denkt, okay, dann schicken wir ihn gleich in eine homosexuelle Ebene rein, wo ich dann so dachte, irgendwie, wenn man sich das so ein Gesamtbild des Casts mal anschaut, dann irgendwie ehrlicherweise fühlt sich das ein bisschen unglücklich an, so aufgezeichnet, wie es hier gepackt wird, so drapiert und wenig organisch eingearbeitet, zumindest aus meiner Sicht. Bleibt aber diese graue Masse an diesen verschiedenen Ebenen, Cops, Gangstern und aber auch letztendlich den Behörden so ungreifbar, ehrlicherweise, sodass man auch hier hat das Gefühl, es gibt eben dieses Szenario und dem wird sich alles unterworfen. Jetzt kommen wir mal zur Kameraarbeit. Man hat wahnsinnig das Gefühl, erstens, es gibt so diesen sehr, sehr Hochglanz-Werbeclip-Charakterstil. Das wird Michael Bay auch immer wieder vorgeworfen, dass man dieser Ästhetik eben so vieles versucht unterzuordnen. Und tatsächlich findet sich das hier wieder. Ich hatte auch das Gefühl, er hat eine Drohne gefunden und gesagt, ey,
Mit der Drohne. Damit will ich alles Mögliche drehen. Wie viele Fahrten es durch LA, Flüge, dann nach oben, Kamerastürze um 180 Grad gedreht, Häuser runter gibt, es wird irgendwann echt tatsächlich so ein bisschen lächerlich. Und es ist auch typisch für ihn, dass er in Actionsequenzen gefühlt 100 Kameras versteckt und auch wirklich in jede Kamera reinschneiden will. Und er fährt beispielsweise mal ein Auto eine Einfahrt hoch und da wird 5-mal geschnitten, so völlig ohne Sinn. Und in vermeintlich emotionalen Momenten wird mal kurz auf Kirschblüten geschwenkt und dann wieder durch ein bisschen im Grasbüschel eine Fahrt gemacht. Da denkst du, was soll diese Einstellungen, als wenn du so rumläufst und denkst, okay, da könnten wir noch durchgucken und da könnten wir noch durchgucken. Diese Kamera erklärt sich nicht. Sie erklärt sich, finde ich, nicht, was für eine erzählerische Perspektive sie einnimmt, was sie damit verfolgen will. So als würde es eher wie ein Werbemittel wirken, als würde ein Hersteller sagen, guck mal, was wir alles für Kameras haben und was man mit denen machen könnte. Dann würde ich es verstehen. Aber hier ist es so, dass die Kamera total verwirrend ist und keiner wirklichen Erzählung folgt. Und dabei rastet diese Kamera eben völlig aus und überwalzt einen auch. So hast du das Gefühl, du zwinkerst zweimal und dann hast du auch direkt 3 Schnitte verpasst. Also wahnsinnig oft sehr viel zerschnittene Action, während es aber ein paar Momente gibt, die tatsächlich Spannung aufbauen oder wo ich dachte, okay, das war jetzt schon ziemlich blutig an der Stelle und da erklärt sich auch ein FSK 16. Also es gibt diese kurzen Momente, wo ich denke, aha, dann geht es bergauf und dann geht es leider wieder bergab. So war es für mich zumindest. Das Szenenbild Los Angeles, der Film übrigens insgesamt so während dem Höhepunkt der Pandemie gedreht und auch ziemlich schnell gedreht, meint Michael Bay selbst. Dann haben wir eine Bank, zum Großteil aber dieser Krankenwagen und damit die Highways und die Verfolgungsjagden, alles was der LA zu bieten hat. Ist die Musik so, sie dröhnt und sie ballert und der Boden bebt im Kino. Das alleine macht keinen guten Film. Das allein macht keine gute Wirkung, wie ich finde. Manchmal passiert eigentlich gar nichts, zwei Leute reden, aber der Sound macht und du denkst so, okay, hat jetzt jemand hier eine falsche Tonspur angelegt und warum diese Wuchtigkeit dahinter? Also ich finde einfach, dass Musik und Kamera diesen Film überrollen und für mich damit ganz oft wirklich störend wirken. Kostüm und Make-up ist eher taktisch, Wunden sahen für mich soweit gut geschminkt aus. Insgesamt, auch was die Effekte angeht, passiert eine ganze Menge. Und das muss ich dann auch wirklich honorieren. Es gibt auch diese typischen Michael Bay-Momente, wo explodiert wird. Aber auch krasse Sequenzen mit Helikoptern, die sehr tief fliegen, die für mich auch nicht nach CGI aussahen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob das CGI ist, aber es sieht für mich wie eine ganze Menge nach dem aus, dass er wirklich eben dann Kameras versteckt und krasse, wahnsinnige Stunts teilweise auffährt. Und das ist was, wo, glaube ich, Actionfans dann auch sagen können, okay, das finden sie vielleicht cool. Und auch bei dem Feedback, was ich so gehört habe, gab es eben wirklich viele Leute, die gesagt haben, das ist nicht meins, eben aus ähnlichen Gründen, die ich jetzt schon aufgeführt habe, aber auch nicht wenige, die gesagt haben, ja, fanden sie richtig geil und da hatten sie Bock drauf. Und es ist so, lehn dich zurück, mach den Kopf ein bisschen aus und dann kann man das vielleicht genießen. Für mich ist es das ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mich in einen Actionfilm setze, erwarte ich auch da mehr Handgemachtes, mehr Durchgeprobtes, weniger Zerschnittenes und auch ein paar Figuren, wo ich ein bisschen mehr Bock habe, mich an dem Schicksal jener wirklich zu interessieren. Weil wenn hier irgendwas passiert, irgendwer drauf geht, bin ich so, okay, weiter geht's. Und das sollte es nicht unbedingt sein. So, dann fassen wir mal kurz zusammen nach dieser langen Review im Kern. Ich mochte so manche Action. Ich mochte so manche punktuell aufkommende Spannung. Und Michael Bay bringt einfach zu einem gewissen Teil das, was er eben auch verspricht. Wenn man weiß, man schaut einen Michael Bay-Film. Das kann für Zuschauende eine Warnung oder eine Freude sein. Das müsst ihr dann selbst einschätzen. Für mich ein viel zu langer Film, der teilweise wie eine Parodie auf Michael Bay für sich selber wirkte. Ich kann mit dieser Kameraarbeit ehrlich gesagt nichts anfangen. Die ist für mich nicht besonders künstlerisch. Die ist für mich einfach nur schmeiß alles rein, was da geht. Und auch mit der Musik für mich viel zu übertrieben und nicht funktionierend. Und damit überrollt einen dieser Film, aber nicht unbedingt mit Qualität und ist viel zu lang an dieser Stelle. Und somit komme ich am Ende raus, wirklich für Actionfans noch mit 6 von 10 möglichen Punkten, weil es ist Action, das streite ich nicht ab, das ist auch ohne Ende Action und es ist teilweise gut gemachte Action, folgt ihnen aber einem gewissen Sinn, einer gewissen funktionierenden Handlung, Emotionalität, ich denke nicht. Und somit bekommt von mir Ambulance am Ende 4 von 10 möglichen Punkten als Film außerhalb seines Genres, aber 6 von 10 möglichen innerhalb seines Genres. Und ich spüre aber auch tendenziell einen Zug nach unten noch. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Ambulance, dem neuen Michael Bay-Film, ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.